Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 26 von Oxygen Not Included. Ja, wir haben hier das Wasser gemacht. Wir haben genug Essen, 12.000 Kilokalorien. Und Ellie ist jetzt hier noch am Arbeiten, aber das kriegen wir alles auch hin. Und ich denke, nach dem Intro können wir da mal weiter loslegen. Wir wollen nicht mehr so viele Dingens machen, erstmal Aufgaben machen, weil ich glaube, es ist jetzt ganz sinnig, dass wir erstmal Aufgaben beenden, die wir hier schon angestoßen haben. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann sind wir im Spiel. Hier wird die Treppe gebaut. Das hatten wir ja schon gesagt, dass das wichtig ist. Ellie hustet, niest hier gerade rum. Dadurch, dass die Treppe da hinten jetzt aber fertig ist, machen wir dann hier für Ellie wieder zu, oder? Nach links durch die Tür zugehen ist gestattet. Ist nichts gestattet. Ellie soll jetzt da nicht mehr durchgehen. Ellie soll jetzt hier hinten irgendwo bleiben. Und dieses hier kriegt jetzt eine hohe Prio. Und das auch. Ja. Damit das mal fertig wird. Die Leiter ist gleich fertig. Hier fehlt es irgendwie an Wasser. Keine Samen ausgewählt, keine Flüssigkeitseingang, keine Flüssigkeit. Alles schlecht. Dornenblüte kommt dahin. Okay. Das Wasser läuft hier auf jeden Fall. Stinky arbeitet auch schon kräftig hier oben an der Hydrofarm. Und Catalina daneben auch. Hier das Wasser ist schon ein bisschen weiter. Das passt alles soweit. Wie sieht es denn mit unserer Kohle aus? Letztens hatten wir ja keine mehr, ne? Okay, da ist jetzt gerade was nachgekommen. Sehr gut. Ja, ist wieder voll. Okay, Strom kein Problem. Läuft. Strom ist hier aber noch zu machen, ne? Ja, da müssen wir definitiv noch dran. Ne? Aber wir haben hier so viel. Ja, hier wird es jetzt fertig. Komm, dann. Ellie ist jetzt wieder am Arbeiten, ne? Komm, zack, der kriegt auch eine 8er Ziegel, dann ist das fertig. So, und hier braucht auch keine Ellie rein, ne? Also Ellie kann ja dadurch, wenn sie drin ist, dass sie raus kann. Und Ellie kann auch da raus, wenn. Aber eigentlich sollte sie nicht reinkommen, höchstens abstürzen. So. Catalina ist hier. Die hat jetzt hier eine Hydrofarm weitergebaut. Wir können das mal hier noch graben. Ja, wir wollten nichts mehr bauen, ich weiß. Hier oben wird Essen gemacht. Wir haben aber noch genug Kalorien erstmal da. Er desinfiziert gerade die Pflanze da. Okay. Wir hoffen, dass das mit der Allergie jetzt aufhört. Hier darf nicht gebaut werden, weil wir erst hier oben bauen müssen. Das muss erst Strom haben, ne? Damit wir die Masken bauen können. Und dann müssen wir weiter gucken. Ja, komm, wir machen mal ein Hatchling-Ei. Und dann gucken wir mal weiter. Obwohl das Hatchling-Ei. Eigentlich müssten wir mal gucken, dass wir die Hatchlinge irgendwo aussetzen. Damit es da vorangeht, ne? Da ist zum Beispiel eins. Da läuft auch einer lang. Und der hat da schon Kohle hingemacht. Passt also. Das können wir mal aufräumen, ne? Und das hier ist Granit. Können wir auch mal aufräumen. Kann man ja hin. Oh, hier ist nichts ausgewählt. Verschmutztes Wasser soll da rein. Gut, was haben wir? Kolonieerfolg? Was haben wir denn? Das mit dem Ei hatten wir letztes Mal. Ist das noch da? Das ist wahrscheinlich noch da, ne? Und die Forschung ist abgeschlossen. Lufterfrischungsreiniger, okay, das ist erledigt. Ja, ich wollte dahin. Dann schauen wir mal rein, was wir hier als nächstes machen. Fossile Brennstoffe. Wir lassen erstmal die einzelnen Sachen gucken. Die sind bis auf den Krankenstation und den Handdesinfizierer ist das wohl fertig, oder? Ne, hier gibt es noch Deko. Ja, die müssen wir auch machen, aber wir haben sowieso gerade keine dekoriert. Das heißt, wir gehen eine Etage weiter. Was haben wir hier? Ein Hochdruckgasabzugventil. Automatisches Gasventil. Atmosensor. Das haben wir gerade gemacht. Temperaturregelung, brauchen wir gerade nicht.
Das ist ein isoliertes Rohr, Hydrosensor, Flüssigkeitsventil und ein Flüssigkeitstank. Ja, okay. Das haben wir schon fertig. Das ist ein Surf-Simulator. Okay, den will ich jetzt noch nicht als Prio sehen. Das war das. Hammer und automatischer. Wofür ist denn der Hammer? Okay. Verstehe ich jetzt nicht, aber es ist irgendein Sensor. Ein Hammer-Sensor. Rotstange haben wir schon. Ja, Materialraffinerie, das ist schon der nächste Punkt, den ich momentan sehe. Widerstandleiter, ja, das wäre hier natürlich auch was, ne? Dass wir Stromversorgung weiter voranbringen. Hier sind wir schon durch. Der Entsafter, Tierkontrolle, Tierfalle, Fischfalle, Brutschrank. Ich glaube, wir machen da weiter. Weil ich würde ganz gerne gucken, dass wir dann langsam an die Farm kommen, ne? So. Keine Flüssigkeit, ja, weil davor nichts gebaut ist, ist klar. Es ist Nachtzeit, alle gehen schlafen. Mal gucken, was dann passiert. Ja. Das Wasser geht hier runter, aber nicht sehr stark. Müsste man hier noch den Sand vielleicht auch noch wegmachen, dass es klappt, ne? Okay. Alle schlafen bis auf Stinky, oder? Katalina ist unterwegs und Stinky ist wo? Wo ist denn Stinky? Ich sehe Stinky nicht. Ah, da ist er. Stinky macht die Forschung parat und forscht dann auch. Sehr gut. Okay, das dauert noch eine Weile. Ja, hier sind ganz viele Leitungen, die gemacht werden müssen. Strom genauso wie Wasserleitungen. Was macht unser Sauerstoff? Der sieht schon mal gut aus, ne? Bis auf hier. Aber das drückt da sogar tatsächlich auch schon ein bisschen rein. Hier haben wir so einen Stein, ne? Ja, hier müssten wir weiter runter mit dem Kohlendioxid, aber das gestaltet sich gerade schwer, ne? Aber wir haben da oben erstmal Sauerstoff. Gereizte Lunge. Mit Keimen in Berührung gekommen. Keimoverlay. Wo ist denn hier gereizte Lunge? Das? Also noch sieht es doch hier ganz easy aus. Bis auf diese Pflanze zum Beispiel. Aber die können wir ja auch desinfizieren. Okay, hier ist natürlich ein bisschen Keime im Wasser und hier sind auch die Keime, das ist aber normal. Aber sonst sehe ich hier jetzt keine Keime, die uns hier irgendwie eine Gefahr bilden, oder? Oh, hier sind Pufflets geschlüpft, ne? Okay, ich sag mal, die sind ja hier passend, weil es hier den dreckigen Sauerstoff gibt, ne? Verschmutztes Wasser, ja. Also die drei Pufflets sind da sogar richtig, würde ich sagen. Was machen die denn hier? Verschmutzter Sauerstoff, Schleim, Ernährung, verschmutzter Sauerstoff, ja. Dann müssten wir die jetzt eigentlich zusehen, dass wir denen ein Heim bilden. Das wird schwierig, ne? Also dafür müssen wir jetzt mal hier gucken, dass wir noch was bauen, ne? Also hier ist die automatische Luftschleuse, ist klar. Da bauen wir noch einen Ziegel. Den würde ich jetzt mal ganz einfach hier neben den Betten erstmal pflanzen. Und dann da eine Schleuse machen. Und wenn der Pufflet links ist, dann ist alles gut erstmal, oder? Und dann schieben wir die hier rüber. Deren Umgebung ist denn das Gesundheit, Wildheit, Alter. Eigenschaften. Ja, ich glaube, Eigenschaften hier 20 Grad, ne? Aber wir können ja mal hier reingucken, da steht ja auch was für eine Umgebung, die gerne hätten, ne?
15 bis 55 Grad Komfortbereich. Okay, das ist ja easy going. Dann könnt ihr ja in einem wärmeren Gefilde auch zu Hause sein. Warte mal, hier den Sauerstoff nochmal gerade aufrufen. Den Filter, den Luftreiniger, alles ist gut. Haben wir Temperaturen? Ja, die würden jetzt hier hinten auch noch überleben dann, ne? Das würde ja bedeuten, wo sind sie jetzt? Da oben. Man müsste hier weiterbauen, ne? Dann lass uns doch mal hier schon mal diesen Raum so in Beschlag nehmen. Gehen gerade noch gucken, dass wir da nichts haben. Haben wir nicht. Dann passt das. Und dann werden wir hier Pufflets nach Dingens schicken. Sag schon. Ich würde jetzt die Tür dann tatsächlich. Ne, die Tür muss ja dahin. Gut, dann würde ich dann erstmal die Prio haben wir natürlich jetzt falsch gesetzt, ist klar. Prio wird das 2 oder sogar 1. Komm, wir machen Prio sogar 1 erstmal. Und ach so, da müssen wir noch abbauen. Steine hier. Machen wir gerade die Prio runter und mach das mal so. Und dann gucken wir, dass wir Pufflets auf Dauer da hinkriegen, ne? Na, da ist natürlich der schon an der falschen Stelle wieder, ne? Ist klar. Catalina baut hier die Leitung oder die Hydrofarm? Wahrscheinlich die Hydrofarm, ne? Ach, Rennen ist da, okay. Ja, hier werden jetzt die Leitungen gerade demontiert, damit da was wachsen kann. Hier passiert das Gleiche von Catalina. Stinky ist am Forschen. Die Pufflets sind schon mal hier. Ich würde jetzt erstmal die Tür öffnen noch. Und was macht er jetzt? Er erntet. Das ist gut. Und hier würde ich jetzt auf Stufe 2 mal das hier noch abbauen. Und damit die hier mehr Platz haben, wenn sie rüber wollen, ne? Kann man die einfangen? Nein, nur angreifen. Okay, die können auf der Tür stehen, um das zu bauen. Sehr schön. Hier fehlt es an Essen. Geht nichts. Wie viel Essen haben wir? Oh, 17,5 geht eigentlich. Okay, hier wird natürlich jetzt was weiter gebaut, was vorher nicht ging. Okay. Muss man mal schauen. Oh, das Bett wird jetzt hier tatsächlich auch gebaut. Das heißt, es wird auf Dauer möglich sein, einen weiteren Duplikanten hier zu holen. So, das war's mit Thema. Wir bauen hier weiter, ne? Okay, hier müssen wir was weggraben, damit das Bett frei wird. Und dieses Graben möchte ich gerne auf der höchsten Priorität haben, weil, ne? Das Bett muss frei sein. Hier haben wir auch noch drei Sachen. Okay. Die Prio haben wir gesetzt. Ellie macht das schon. Dann ist es auch wieder frei. Alles ist gut. Hier fällt ja gleich auch wieder was runter, ne? Aber Ellie macht so rum, dass da nichts passieren kann. Sehr gut. Wenn das obere passiert, dann wird nichts hier runterfallen. Okay. Jetzt kommt der Drucker ins Spiel. Da ist er. Und was macht der Drucker? Blaupausen. Und welche Blaupausen? Oh, Hilfspaket Schmutzwurzeln. Eigentlich brauchen wir die gerade nicht, ne? Sollen wir einen Duplikanten mehr nehmen? Viehzucht kochen. Viehzucht wäre natürlich cool. Aufräumen. Viehzucht auch cool hier. Und aufräumen. Kochen. Kochen brauchen wir jetzt, glaube ich. Haben wir schon einen. Tierzucht gesenkt. Macht aber Viehzucht. Viehzucht, was verstehe ich da denn, ne? Also, das ist ja dann, ne? Bauerntölpel. Das wäre egal. Nyctophob benötigt Licht zum Schlafen.
Okay, das wäre kein Problem, ihm eine Lampe hinzustellen. Kann das du Deko ist egal, Nahrung Moralbonus erhöht. Dem ist egal, was er isst. Grüner Daumen, Landwirtschaft erhöht, kann Forschungsaufträge, der ist egal, kann Bauernaufträge, ist auch egal. Kann landwirtschaftliche Sachen machen. Graben geht, aufräumen geht und dekorieren geht. Jetzt wird's schwierig, ne? Okay, wir haben uns dann dafür entschieden, weil die sind jetzt nicht so der prickelnde Fall, ne? Ich nehme das Essen. Passt schon. So. Jetzt haben wir natürlich genug Essen erstmal. Hier ist Strom dran, ne, tatsächlich. Sehr schön. Es geht gerade sehr gut voran. Na, hier, guck mal, da auch noch einer. Okay, lag es daran, dass wir irgendwo Eisen abgebaut haben oder so, oder Kupfer abgebaut haben, weil wir keins hatten, das nicht voranging? Kann auch sein, ne? Das Wasser läuft noch runter. Hier muss auch noch ein Tisch gemacht werden. Das glaubt die Hydrofarm, die da fertig gemacht worden wäre, ne? Wenn sie denn fertig gemacht worden wäre, ne? Ja, hier ist gerade schäbig mit dem Dingens hier, ne? Ich glaube, wir müssen da mal gerade was bauen, damit die das machen können, ne? Ne, da sind wir falsch. Wir machen das mal hier und setzen mal hier eine Leiter gerade hin, weil ich glaube, dann kommt die Person da hoch und kann da bauen, oder? Müssen wir mal schauen. Machen die schon Schleim oder nicht? Gute Frage, ne? Müssen wir mal gucken, was da werden wird. Hier wird lecker gegessen, das ist ja auch schon mal gut, ne? Also momentan sieht es nicht schlecht aus, würde ich sagen. Hier haben wir zwar nichts zu essen, aber das ist jetzt auch erstmal egal. Wir haben andere Dinge zu essen. Wir müssen weiter schauen, dass es vorangeht. Oh, guck mal, wir können hier Sauerstoffmasken bauen. Ich baue da mal, setze da mal 5 Stück hin und dann werden wir weitersehen, wenn es dann soweit ist, ne? Ich würde jetzt aber erstmal einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao!